Ah, wieder eine deutsche Strecke. Ja, nur mehr hinnehmen hier. Ja, genau. Instant in mich reinrammen, du Hurensohn. Bastardauto, ey, Mann. So, was fahren wir über meine Strecke hier? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Bestimmt wieder Hamburg oder so, ne? Komm, das sieht doch voll nach Hamburg aus. So, das war die Weisheit des Tages. Nur einmal raten und locker Hamburg, ey. Präziser zu machen, die nächsten Tage werden heiter bis wolkig mit Temperaturen bei etwa 20 Grad. Ja, und selbst wenn ich wollte, kann ich ja heute auch wieder nicht so lange aufnehmen. Denken wir auch so noch von wegen, ah, komm, jetzt ballerst du das Spiel noch richtig. Warum haben die grüne Autos? Mann, auf welchem Stand ist das Spiel? Heute ballerst du richtig durch, heute machst du das Spiel durch, so ungefähr. Ja, ich glaube, das wird nichts. Überleg mal, wenn er mir wirklich jetzt die ganze Zeit so lange Tournaments hier auf den Kopf ballert, das wird locker noch eine Stunde oder zwei Stunden dauern, bis ich das Kackspiel hier durch habe. Wenn ich gewinne, ne? Im schlimmsten Fall muss ich sogar nochmal von vorne starten und eine Liga noch mal machen. Aber habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ja, Venedig, bla bla bla. Viele, tausend, nee, gar nicht, 10.000? Auf jeden Fall nicht viele Brücken. Naja, aber die Brücken führen nicht alle über irgendwelche, über irgendwelche Seekanäle, so gesagt, ne? Übers Wasser. Nein, sondern die führen ja auch einfach über Straßen. Straßen über Straßen, Straßen über Straßen. Ja, einige Brücken in Hamburg sind auch irgendwie ganz komisch gebaut. Oder wenn du auf der Brücke sitzt, dann theoretisch in den vierten oder fünften Stock von einigen Häusern reingucken kannst. Wo ich mir auch so denke, ja, das würde ich jetzt nicht so geil finden, wenn ich da wohnen würde. Aber naja, einige Wohnungen in Hamburg sind sowieso komisch. Wo auch so denkst, was, hier wohnt ihr? Freiwillig und gibt sogar Geld dafür aus? Ihr könntet ihn nirgendwo parken? Die Wohnung ist klein und teuer und und müssen ganz weit laufen eben, wenn sie zu ihrer Wohnung gehen wollen vom Parkplatz aus. Ja, solche Wohnung gibt es. Nicht nur in Hamburg, aber ich kann jetzt eben gerade von Hamburg sprechen, weil ich sage ja, das ist die nächstgrößte Großstadt, die hier in der Nähe ist. War natürlich schon in anderen Großstädten, aber in Hamburg war ich natürlich am öftesten. Auch weil ich damals lieferverkehrmäßig da sehr viel durch die Gegend fahren musste. Ja, kenne ich sehr viele Ecken von Hamburg. Aber merken kann ich sie mir irgendwie nicht. Kann zwar so sagen, wenn du da nochmal warst, von wegen, ja, du warst schon mal irgendwann. Aber das war's dann. Ich kann nicht sagen, von wegen, wo ist die Fritz-Ebeleiden-Straße oder so. Keine Ahnung. Und auch ohne Navi, glaube ich, würde ich mich nie im Leben zurechtfinden in Hamburg, ey. Nie im Leben. Da frage ich mich ja heute, wie haben die Leute das damals gemacht? Ja klar, es gab Karten, aber die mussten ja wirklich dauernd anhalten, ne? Wenn die nicht sicher waren. Oder einfach stumpf irgendwelchen Schildern vorbei längs fahren. Dann gucken sie, halten sie wieder an und gucken gelegentlich auf ihre Karte. Oder Klo-Klassischer, ne? Also sind dann irgendwo angehalten. Dann, hey, können Sie mir sagen, wie ich zu da ankomme? Und die meisten einfach so, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Gerade wenn du dann irgendwie eine spezifische Straße angibst, ne? Klar, es gibt so viele Straßen in Hamburg. Sehr klar, dass dann nicht gerade der Typ dann nicht weiß genau, wo diese Straße ist. Selbst bei uns in den kleinen Dörflein war das so, wenn er jemand gefragt hatte, wo dies und das ist, dann konnte ich ihm meistens auch nicht sagen. Ich denke auch so, hä? Was für eine Straße? Da muss ich mal mein Handy rausholen und erstmal nachgucken, wo diese Straße ist. Und dann kann ich dann sagen, ja, die Straße. Das ist da und da, da und da und da und da. Letzte Runde. Also mittlerweile auch schon ein bisschen länger her. Wahrscheinlich hat mittlerweile wirklich jeder ein fucking Dorf. Naja. Die sind heute auch jeden Telefon drinne, in jedem Auto drinne, überall drinne, ne? Wunder, dass du noch einzelne Navis kaufen kannst. Ich habe sogar noch ein altes Navi, ein altes TomTom habe ich sogar noch. Hat für das, für was ich es noch genutzt hatte, hat es noch gereicht. Aber ich glaube, es gibt kann auch keine Karten mehr seit letztem Jahr für das Gerät. Naja, dafür macht es das eben noch. Aber wenn die Karten dann irgendwann zu alt werden, ja, wird scheiße. Gerade wenn du irgendwie in Hamburg oder so bist, ne? Wenn dann Straßen teilweise einfach komplett neu konstruiert sind, und viele Straßen gar nicht existieren oder weggenommen worden sind. Und denkst dann einfach so,
Habe ich schon mal gehabt irgendwie. Da bin ich irgendwie durch die Valla Pampa erlaubt mein Navi gefahren, weil da eben neu gebaute Straßen waren. Und denke die ganze Zeit, wo willst du denn? Wo willst du hin? Ah. Ja, fahr instant in den anderen Typen rein. Du bist so genial. Spiel. Du bist der Sieger. Wahnsinn, ich bin der Sieger. Du hast. Wie bleibt das doch so? Und wieder Frankreich. Ja, gucken wir auch mal gleich rein, was die nächste Liga sagt, wie viel Rennen ich da fahren müsste. Bestimmt so viele. Bestimmt so viele. Ja, genau. Sofort ins Instanossen. Scheiße, die Polizei ist hier gerade so richtig bescheuert reingefahren. Irgendwas wollte ich wieder sagen. Ich habe es wieder vergessen in der kurzen Zeit, wo das nächste Rennen geladen hat. Bei der Ladezeit vergesse ich wieder alles. Irgendwann mit Hamburg und so weiter. Da war ich drin gewesen. Ah ja, nee, stimmt ja. Weil ich durch die Gegend gefahren bin. Ich hatte auch in irgendeinem Dorf, mal gehabt. Halt doch die Fresse. Dass ich zu irgendeiner Straße und Hausnummer fahren sollte. Aber irgendwie, das war alles auch so neu gewesen. Es stand nirgendwo, wo diese scheiß Straße war. Und es stand auch bei Google. Selbst bei Google Maps war nichts drin. Nix. Selbst wenn du gegoogelt hast, du hast nichts gefunden. Gar nichts. Überhaupt nichts. Das kann doch nicht angehen. Wo ist denn diese Kackstraße? Die muss doch existieren. Na, denkst du, hast du eine Telefonnummer von Kunden, ne? Denkst du, rufst du einfach mal an. Natürlich geht da keiner ran. Das ist so typisch immer. Denkst du auch so, das muss ja irgendwo in einem fucking Neubaugebiet sein, ne? Aber dieses fucking Neubaugebiet war scheiße groß. Und dann fährst du da mal durch und guckst auf die ganzen scheiß Straßennamen und dann die Straße, nein, die ist nicht die du suchst. Und die Straße und die ist auch nicht die du suchst. Fährst mal hier rein, obwohl das so aussieht, dass hier noch kein einziges Haus steht. Vielleicht steht ja mittendrin einfach irgendwo ein Haus, was schon fertig ist. Und das ist das Haus, was du suchst. Gibt's ja alles. Ja, und dann irgendwann habe ich es eben gefunden. Dann war das irgendwie nicht da, wo die ganzen anderen neu gebauten Straßen waren, sondern irgendwo, wo alte Straßen waren und dazwischen war dann eine neue Straße gewesen. Und da war dieses dumme Haus. Wo ich auch so dachte, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ey, Mann. Bin ich irgendwie eine halbe Stunde hier rumgeguckt, um dieses beschissene Haus zu finden. Das war den ganzen Tag nichts zu tun hätte. Gerade bei den eng geteilten Touren, die wir damals immer hatten, ey. Wo ich am besten nur 10 Minuten pro Kunde aufhalten darf. Dann hast du 5 Stück davon drauf oder 5 Stunden Fahrzeit. Na, dass das nicht klappt, das ist ja wohl klar gewesen. Aber so war das damals. Heute ist es immer noch so, aber heute fahre ich nicht mehr. Zum Glück. Dann hätte ich schon. Oh, verdammt. Sonst hätte ich schon längst den Job gewechselt. Ich wollte sagen, in der letzten Runde, aber es ist gar nicht die letzte Runde. Runde 3 von 4. Och man, dass ihr die ganze Zeit hupen müsst. Schön, dass euch ankündigt, dass ihr von hinten kommt, aber ihr könnt auch in Runde rumnerven, ey. Mann, dieser Gnossen bringt gar nichts, ey. Verpiss dich, du. Komm mal, scheiß Auto brennt schon, ne? Und dann interessiert ihn trotzdem nicht. Der Motor fährt weiter. Gute Autos. Kann ja mal ein bisschen reinfahren, du Wichser, aber das bringt ja auch nichts, ey. Die fahren ja auf ihren scheiß Schienensystem. Ob du die nun rammst oder nicht, das ist wie über. Toll, das ist wie die Züge bei GTA, die sind auch unstoppable. Da kannst du einen Panzer vorstellen oder so, das ist denen egal. Guck mal, die können selbst springen und haben noch Geschwindigkeit, diese Bastarde. Mann, es ist immer, man denkt, es bringt was, aber es bringt nichts. Es bringt nichts, du kommst ja gar nicht näher ran, nur weil ich hier einmal bescheuert gegengefahren bin, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Scheiße gewinnen würde, ey. Wenn ich jetzt Zweiter werde. Oder ob ich jetzt unbedingt Erster sein muss. Oh, das wäre so richtig Kotze. Wenn ich jetzt Zweiter werde und dann so. Die Punkte stehen jetzt so scheiße, dass du nicht Erster bist. Fahr doch mal. Na, wie ist denn überholt, ey? Ja, Mann, ey. Da kackt der Scheiß weh. Ah, komisch, ne? Selbst bei dem Spiel, obwohl es wirklich scheiße ist, das Spiel, drehe ich nicht so hart durch wie bei Tony Hawk. Ja,
Unterschied ist bei Tony Hawk, ich denke die ganze Zeit, ich kann's, ich konnte es mal, damals. Und heute kann ich es nicht mehr und das ärgert mich ja nochmal zusätzlich. Aber hier ist es eben, es ist einfach, das Spiel ist einfach Müll, fertig. Da gebe ich mir die Schuld nicht, sondern ich gebe dem Spiel die Schuld hier, so dumm wie das ist, ey. Das Spiel ist schuld, nicht ich. Ich kontrolliere zwar das Spiel, mehr oder weniger. Oder ich denke, ich habe die Kontrolle. aber nein. Oh, Vorsicht, gleich kommt wieder diese bescheuerte Dings hier. Kurve, genau, da ist sie. Ich höre schon wieder. Gewonnen! Du bist der Sieger. Gratuliere, du hast Zugriff auf ein neues Auto. Wow, bestimmt denkst du das Auto richtig beschissen. Deswegen, ich bin ja so halbwegs froh mit dem Auto, was ich jetzt gerade habe. Neues USA-Rennen, du musst den ersten reinplatzen, um diesen Liga zu absolvieren. Verdammte Fresse, ey. Ich quietsche gelb. So, und die Karre ist jetzt ganz schnell. Ich probier's einfach mal. Na, es war wieder klar. Fünf Rennen. Es war klar. Und natürlich bestimmt 4 Rennen oder noch mehr. Komm, bitte. 4 Runden. Also genauso lang wie vorhin. Yeah. So, mal gucken, wie die Karre sich lenken lässt. Also, die rasen ja schon wieder mit 500 Sachen durch die Gegend. Kennst ja nicht anders. Und obwohl ich irgendwie ein vom Aussehen her Sportwagen habe, ja, ist der nicht wirklich schneller. Oder? Ich glaube, nee, von der KFA-Anzeige, glaube ich, sieht es so aus, als wenn er schneller wäre. Aber, ja, gefühlsmäßig, lol. Aber das interessiert die Bots ja nicht, ne? Egal, ob du schneller bist hier, die sind immer schneller oder sind genauso schnell wie du. Eher schneller. Ich glaube, dann habe ich doch wieder meine alte Karre, oder? Die kann ich wissen besser kontrollieren. Ja, ihr mich auch. Ein, zwei. Und dann will ich mal einen Kopf an Kopf rennen hier. 2-1, 2-1, 2-1. Sorry, ich weiß gar nicht, wie ich ausweichen soll. Und wieder die Polizei. Oh ja, Mann, ey. Mann, du beschissene Dreckskarre, ey. Ja, und jetzt fahren wir wieder nur die ganze Zeit USA-Strecken und die haben keine 5 USA-Strecken. Das weiß ich. Wir haben ja schon genug gefahren hier, ne? Um das zu wissen. Das heißt, sie werden hundertprozentig wieder vorwärts, rückwärts. Und dann, ja, 3 Strecken haben sie, definitiv. WOOP Radio brings you today's weather report. This afternoon will remain. Also fahren wir nur mehr oder weniger 3 Strecken. Haben wir auch so Leute gibt, die das nicht bemerkt haben, dass sie die Strecken vorwärts und rückwärts immer benutzen. Dass sie dann immer denken, oh, guck mal, ja, aber so viele Strecken und die sind alle so anders. Ich sag, wenn du dich leicht beeindrucken lässt oder so weiter, dann kannst du das Spiel eventuell gut finden. Eventuell. Aber wenn die dann einmal ein anderes Spiel spielen, ein vernünftiges, dann werden die sich auch so denken. Ah ja, der absolute Mist. Was ist das für eine Kacke? Was habe ich hier gespielt, Zölle? Oh, es ist wasted time. Das ist ja so, ne? Wenn du dann zum Beispiel billige Kopfhörer die ganze Zeit hattest. Und dann hast du richtig teure. Und merkst dann den Unterschied, wie scheiße eigentlich deine alten Kopfhörer waren. Denkst du dir echt so, Mann, die ganze Zeit hast du nicht bemerkt. Die scheiß Kopfhörer. Mann. Was dumm ist, ich setze mich immer sofort zurück, weil ich immer denke, das ist schneller, aber es scheint ja nicht schneller zu sein. Weil du bist ja immer sofort eingeholt, weil sobald du einmal dich zurücksetzt, ey. Hä? Ich wollte sagen, nein. Folgt bloß nicht den Bots, die fahren ja auch wie die besenkten Säue, ey. Spiel ist der Horror. Letztens auch mal ein Video gesehen zu Flatout 3, wie scheiße das Spiel sein soll. Wo ich mir auch so die ganze Zeit denke, ich hab das Spiel noch nicht gespielt. Aber so beschissen wie das Spiel hier kann es nicht sein. Das ist. Und wenn doch, dann. Wie haben die denn das gemacht? Das geht doch gar nicht. Hier hast du ja schon keine Kontrolle über dein Auto, aber. Flatout 3 soll es auch so sein, dass du wirklich keine Kontrolle über dein Auto hast. Und dann 500 Sachen da durch die Gegend fährst und die ganze Zeit nur Dauernoss hast und. Crash. Ja, hier so wie hier. Boah, wie die fahren, ey.
Die dachten sich wahrscheinlich auch so, oh, komm, wir kriegen es irgendwie nicht hin, dass die richtig fahren. Oh, scheiße. Das ist ja gar kein Gegner für den Typen, der fährt. Was machen wir denn da? Oh, mach einfach so, dass sie überall durchfahren können und immer schnell sind. Okay. Richtig gute Idee. Wo ist der erste Mann? Ah ja, da kannst du auch nicht durchfahren. Natürlich zurücksetzen und natürlich Instant-Überholung. Ja, ist das geil. Ich kann doch sowieso wieder neu starten, ey, Mann. Ah, es ist verkackte Kackspiel. Oh Mann, ich überlege echt gerade die ganze Zeit, ob ich dieses Scheißspiel jetzt einfach beenden sollte. Das heißt, ja, ich nehme den Rest wirklich mehr oder weniger als Highlight auf, weil ich habe die Schnauze voll vor diesem Pissspiel, ey. Mann, diesen Rotz kann man sich doch nicht angucken. Mann, geh mir doch nicht auf den Sack. Kriegt den erst noch nie im Leben eingeholt, der ist doch 200 Kilometer weit weg, ey. Wo ist der denn? Ich sehe nicht mal die 1 irgendwo hier. Oh Mann, dieses Spiel ist doch die letzte Hurensohn-Scheiß auf diesem Planet, ey. Meine Fresse, ey. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt einfach dahinter gefallen oder was? Oh, dieses Spiel fuckt mich so ab, ey. Dieses verkackte Dreckspiel, ey. Dieses verkackte Hurensohn-Spiel. Ja, geh bloß raus. Ich nehme auch einen anderen Wagen, ey.